haben wir denn hier so im Gras? Du bist eine auffällige Ecke. Bisbark? Ich sehe irgendwas Auffälliges. Nein, okay, du bist einfach nur ein random Gras. Okay. Dann gehen wir in dem random Gras doch mal gucken, was wir da fangen können. Bestimmt wieder nur den Standardkram, ne? Oh, noch ein Molung. Okay. Auf Level 17. Okay, dann ist unser sogar stärker. Es ist alles nicht so effektiv. Ich nehme mal Erstauner. Das setzen wir so selten ein in letzter Zeit. Und wuh. Oh, doch nicht Glut. Geh weg. Du machst unserem Pokémon Schaden. So, dann nehme ich jetzt den Pflücker. Boom. Und damit wäre das Molung dann auch erledigt. So, Pikachu erreicht Level 16 Funkensprung. Das ist nice. Muss ich mal schauen. Funkensprung war Elektrohieb, der das Ziel paralysieren kann. Dafür nehmen wir dann mal, was war Bitterkuss? Niedlichkeit verwirrt. Zurück zur Attackenwahl und Charme. Dann nehmen, tun wir mal den Bitterkuss weg. Ja, bitte. Und Pikachu lernt Funkensprung. Nice. Okay, dann muss ich hier irgendwann die Tage nochmal. Ey, da ist was. So, einmal absteigen. Dann gucken wir doch mal, wo ist sie hin? Da. Hallo. Ich bin gerade auf einer Selbstfindungsreise, um herauszufinden, warum ich ständig verliere. Ja, da kann ich dir bei helfen, aber nur indem ich dir ein weiteres Verlierbeispiel gebe. Hoffe ich. Evoli, oh, ich will noch ein Evoli haben. Oh, ist das süß. Ich muss unbedingt noch ein Evoli fangen gehen. Das geht gar nicht, dass ich noch keins habe. Kampf. Dann nehmen wir doch einfach mal ein Rasierblatt. So. Schön. Evoli setzt Biss ein. Nochmal Rasierblatt. Das passt dann schon, denke ich mal. Ich bin mal gespannt, welcher Typ Trainer, also welcher Attackentyp als nächstes kommt in der Prüfung. Aber vielleicht der Pflanze. Weil jetzt war Feuer war, Wasser war. Vielleicht kommt dann jetzt der Pflanze, damit man so halt seine Starter wenigstens mit einer Z-Kraft ausrüsten kann. Das wäre ganz nice eigentlich. Und die Maho sah ja auch so ein bisschen grünlicher aus, ne? So von ihrer Art, sich zu kleiden. Oh, jetzt lässt die mich hier nicht durch. Liegt hier hinten irgendwas? Nichts, was man jetzt so sehen will. Ah, da vorne geht's aber noch hoch. Da steht was. Tipps für Trainer. Es gibt zwei Arten von Pokémon-Attacken. Ach, ich glaube, das kennen wir schon, ne? Dann ist halt die Frage, sollten wir dann vielleicht doch Fukano noch ein bisschen trainieren? Sollte als nächstes wirklich Dingens kommen? Pflanze? Ich traue der Maro zu, dass sie eine Pflanzen-Pokémon-Trainerin ist. Wir reden einfach mal mit dem Typ hier. Ich kann ja einfach mal zwischendurch so ein bisschen die Pokémon durchwechseln. Und dann sehen wir das ja. Trainer Hoffnung Marvin fordert dich heraus. Okay. Frubal. Oh, da ist Fukano ja gar nicht so verkehrt. Frubal ist so süß. Das ist einfach wie so eine süße kleine Beere. Ja, Bedroher wirkt, das ist nice. So, dann können wir ja auch gleich mal hier, wir nehmen einfach mal unseren Feuerzahn. Njam, njam, njam. Und es war einmal ein Frubal. 153 Erfahrungspunkte, sehr nice. Carpador erreicht Level 19, wir haben bei deinem Gyarados. Trompec, ja, da wechsle ich mein Pokémon in den Pikachu, weil Elektro... Sehr schön. So, Pikachu, du schaffst das. Ompek. Auf Level 21 sogar. Dann können wir ja auch direkt hier mal unseren Funkensprung testen. Das sieht krass aus. Okay, cool. Sehr schön. 400 EP sogar. Sehr schön. Wusche gewinnt 1008. Okay.
Okay, dann nehme ich jetzt aber, ach nee, Pikachu. Pikachu vor allem. Fukano wollte ich sagen. Ist ja tatsächlich vorne. So, dann gehen wir hier doch mal gucken. Übertrank, nicht schlecht. Passiert hier unten eigentlich auch irgendwas? Nicht wirklich. Oh, hier ist doch, hier ist ein Gras. Ich gehe hier einfach mal schauen. Okay, hier ist nichts. Also hier ist was. Hier ist nichts, also hier ist was. Wieder was gelernt heute. Auch wieder ein Trompack. Na gut. Ich hätte gern die Entwicklung von Trompack. Das ist dieser coole Pelikan, ne? Wisst ihr, was voll schlimm ist? Manchmal denke ich mir so Sachen. Also ich habe mir jetzt neulich schon mal gedacht, dass ich die Entwicklung von Trompack gerne hätte. Und dann weiß ich nicht, ob ich euch das im Let's Play schon erzählt habe oder nicht. Im Zweifelsfall denkt ihr euch auch, boah, die Olle sagt alles immer dreimal. Aber gut. Wahrscheinlich erzähle ich euch in 2 Wochen, dass ich euch alles immer dreimal erkläre oder sowas. Aber gut. So, Trompack wäre besiegt. Sehr schön. 450 Erfahrungspunkte. Wingull erreicht Level 25. Oh, Wingull wird auch so hässlich, wenn es sich entwickelt. Mann! Ich muss damit aufhören, darüber zu reden, dass mal meine Pokémon sich entwickeln, ey. Ah. Jetzt bekommen wir ein hässliches Pilipper. Naja, gut. Können wir Wingull wenigstens irgendwann mal ersetzen. Dein Wingull wurde zu einem Pilipper. Sein Schnabel ist einfach 4-mal so groß, wie das Wingull vorher war. Für Pilipper wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schön. Bingo, du hast alle Pokémon auf einer Seite registriert. Dein riesiger Schnabel ist so groß, dass sogar ein kleines Kind problemlos hineinpassen würde. Toll, das beruhigt mich extrem. Pilipper versucht Schutzschild. Nein, brauchen wir nicht. Oh Mann. Naja. Eine Wundersaat. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, aber hier ist sonst gerade nix. Ne, hier haben wir auch gerade schon gekämpft. Hier geht's aber wieder hoch und da oben sind ein paar Beeren, wollte ich sagen. Aber uns greift vorher natürlich noch ein Pokémon an. Nämlich ein Magunio. Oh Gott, dein Ernst. Ich dachte, damit wären wir durch. Nun gut, nehmen wir doch mal ein schönes Flammenrad. Schön, schön, Magunio setzt Biss ein. Macht das mal, wir können zurückbeißen, das kriegen wir hin. So, Biss. Gebt dir gleich Geduld. So, weg damit. So, sehr schön. 185 Erfahrungspunkte. Ist ja zufällig gleich ein Pokémon-Center um die Ecke. Auf der Karte sieht man noch keinen. So, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jetzt ein Krabox uns anspringt, ne? Aber passiert nicht. Also schön. Also schön. Mein Deutsch ist heute Morgen on point. Wir haben es übrigens gerade Samstagmorgen. Noch nicht Heiligabend, aber die Woche davor. Dann seht... Oh, da ist was. Aber da hinten war auch was. Ich glaube, ich heile meine Pokémon gerade kurz vorher mal ein bisschen. Wir können sie ja mit ein paar Beeren vollstopfen oder so. Weil mein Fukano halt echt so ein bisschen low ist. Ich jetzt aber nicht, mein Arboretos halt immer alles machen lassen möchte. Ich kann auch einen Trank nehmen, ey. Was soll denn der Geiz? Holz, Kohle, Wundersaat. Ach nee, da war das. Trank einsetzen. Fukano. Und komm, hier eins. Kriegst du noch? So, sehr schön. Dann kämpfen wir doch mal gegen die, gute Frau hier vorne. Hallo. Auch so eine Trainerhoffnung wieder, ne? Trainer gesichtet, Angriff wird eingeleitet. Du bist Gott sei Dank überhaupt nicht weird, aber cool. Trainerhoffnung Oliana fordert dich heraus. Nein, ich hasse Miltank als Gegner. Es gibt nichts Schlimmeres als Miltank als Gegner. Wahrscheinlich auch noch recht stark, ne?
Ja, Level 21, schön. Nehmen wir doch mal Biss. Miltank setzt Geduld ein. Macht das. Oh, das bringt halt so gar nichts. Okay. Dann soll Fukano doch meine Z-Kraft einsetzen, bitte. Und zwar nehmen wir mal die Dynamik. Was macht das denn für einen Unterschied? Stärke. Ach so, wegen unseren, wegen unseren Attacken, die wir können. Einmal, weil wir halt Flammenrad, Feuerzahn oder wie das heißt und Glut können, können wir auch drei tolle Attacken da machen. Ah! Ukano hüllt sich in Z-Kraft. Attacke! Das ist schön. Dann können wir vor allem, sollte das wirklich eine Pflanzenattacke sein, können wir dann auch mal in einem... Ja, nice. Können wir dann ja auch mal unsere Z-Kraft einsetzen. Miltank setzt Energie frei. Ich habe Angst. Lass mein Fukano am Leben, bitte. Danke. So, das bringt jetzt wieder nichts. Was ist Miltank für ein Pokémon? Ich weiß es nicht. Ich muss das jetzt nachgucken hier. Miltank ist ein Normal-Pokémon. Okay. Was war das? Geist ist irgendwie, hier draußen hat gerade irgendwas gehupt. Normal kriegt von was auf die Fresse? Von Kampf, ne? Habe ich irgendwas mit einer Kampfattacke dabei? Ich glaube im Moment nicht, ne? Egal, ich wechsle einfach trotzdem auf Arboretos. Weil der halt einfach doch stärker ist und ich ja nicht möchte, dass mein Fukano jetzt halt einfach kaputt geht. Miltank setzt Milchgetränk ein. Ja, schön. Wunderbarstens. So, dann nimm doch mal ein Rasierblatt, bitte. Stimmt, wir haben Fukano seine eine Kampfattacke da vergessen lassen, ne? Oh, ich sehe doch jetzt schon, dass das ein unglaublich ätzender Kampf wird, den wir im besten Fall sogar verlieren. Weil Miltank einfach sau ätzend ist. Miltank als Gegner ist unglaublich nervig. So, den überstehen wir noch. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann, ja. Genau das passiert nämlich immer bei Kämpfen gegen Miltank. Miltank wehrt die Attacke ab. Ja, mach doch mal. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Brauche jetzt mal hier, glaube ich, einen Supertrank. Ja, auch Supertrank ist gar nicht so verkehrt. Wir brauchen ganz dringend ein Pokémon, was noch eine Kampfattacke kann irgendwie. Walzer. Das macht... Ja. Oh, das ist gut. Walzer geht, glaube ich, über... War das Walzer die Attacke, die über mehrere Runden... Ach, die wird dann immer stärker oder so, ne? Dann schauen wir doch mal. Kampf, Rasierblatt. Oh, Mann! Ich hasse Miltank, ey. Volltreffer ist gut. Oh, muss das Ding nicht irgendwann mal genug von seiner eigenen Milch haben? Oder keine AP mehr oder so? Oh, bist du ätzend. Du bist ein unglaublich ätzendes Pokémon. Guck mal, ein Volltreffer. Und jetzt Miltank setzt Milchgetränk ein. Und dann machen wir Rasierblatt mit einem Volltreffer. Und dann setzt Miltank Milchgetränk ein. Na, von mir ist auch ohne Volltreffer dieses Mal. Aber vielleicht setzt Uschi dann mal kein Milchgetränk ein. Nein, es walzt einfach nur ein bisschen durch die Gegend. Das ist in Ordnung. Das ist sehr effektiv. Ja, sieht man, wie effektiv das ist. So, jetzt ein Volltreffer. Ja! Oh, ich hasse Miltank. Ich hasse Miltank so sehr. Fukano erreicht Level 23 Bodycheck. Nee, brauche ich nicht. Beziehungsweise... Nee, brauche ich nicht. Tut man sich immer nur selber bei weh. So, Bodycheck nicht erlernt. Das ist gut.
So, dann haben wir die Trainerhoffnung da immerhin besiegt und das ist schön. 1000 immerhin, das ist nicht verkehrt. Wie sieht das jetzt aus? Jetzt haben wir, glaube ich, mein voll kaputtes Vulcano vorne, oder? Ach, das geht noch. Obwohl, was rede ich da? Der hat nur 14 KP, das geht überhaupt nicht. Der muss wenigstens einen Supertank noch kriegen. Um die Ecke ist jetzt gleich wahrscheinlich das nächste Pokémon Center und ich verballer schön vorher meine ganzen Tränke hier. Aber hey! So ist das halt. Da hinten war nämlich noch ein Pokéball, das habe ich gesehen. Und da ist ein Mangunior. Wird ja immer besser. Ich muss mal so aufnehmen, dass wir nachts hier rumrennen, damit wir auch mal die ganzen Pokémon sehen, die es nur nachts hier gibt. Also ich glaube, dass das Alola Ratzfratz zum Beispiel, das rennt ja nur nachts hier rum. Und normalerweise sind Ratzfratz ja immer die unglaublich nervigen Pokémon, die man ständig irgendwo sieht. Wir sehen die halt kaum, weil sie hier halt nur nachts rumrennen. Ein Hyperball. Schön. Hyperball. Kann meine Stimme noch mehr quietschen? Mal gucken, was bekommen wir denn da? Noch ein Mangunior. Ich kämpfe auch gerade nur gegen die, damit mein Carpador seine EP bekommt und wir einen Gyarados bekommen. Das wäre nämlich schön. Dann kann Pilippa auch irgendwann tatsächlich weg, weil wir dann mit Gyarados ja auch ein Wasser- und Flug-Pokémon haben. Und das wäre ziemlich nice. Sandwirbel. Oh. Ich hoffe jetzt einfach mal. Oh Gott. Toll. Hier, geh du erstmal weg. Wehrt die Attacke ab. Ja, es wird immer besser. Diese Mangunios sind überhaupt nicht nervig. Verfolgung, verfolgt mich. Komm. Weißt du was? Den einen da beißen wir mal gerade tot. So, das da. Ich wollte sagen, es wäre schön, wenn die Attacke da jetzt auch noch trifft. Und noch ein Sandwirbel. Gleich haben wir überhaupt keine Genauigkeit mehr. Da müsste Vulcano sich eigentlich direkt schon falsch rumdrehen, weil es überhaupt keine Ahnung mehr hat, wo es ist. Ja, nein, doch nicht dahin. Oh, warum geht sowas denn überhaupt? Dass man so einen scheiß leeren Platz anwählen kann. Feuerzahn auf das Mangunior, Mann. Ich flüchte jetzt gleich. Ich habe keinen Bock mehr. Geht das? Oder haben wir dann auch keine Ahnung mehr, wohin wir laufen müssen oder so? So, jetzt bloß, oh Gott, was bist du denn für einer? Ach so, der wollte gerade gar nicht gegen uns kämpfen. Na gut. Hallo. Ach, der will irgendwie sowieso nur kämpfen, wenn wir ihn ansprechen, oder was? Na gut. Soll mir ja recht sein, ne? Mal gucken, was Forscher Cyril dabei hat. Ein Flapterix. Fische, Flug-Pokémon und da irgendwas anderes bestimmt auch, ne? War ich ein Flapterix hier? Sag doch mal, Flapterix ist. Flug und Gestein, ja, da bin ich mit Feuer, ja, bin ich da, ja. Egal, wir können es ja mal versuchen. Bringt noch wahrscheinlich nichts. Flug und Gestein, das ist voll ekelig. Dann wähle ich doch mal hier unser tolles Pilippa. Weil das ist ja auch Flug, das heißt, Flug ist halt jetzt nicht so ultra effektiv gegen uns und dann sind wir noch Wasser und das ist... Ja. Dann nehmen wir hier doch mal eine Aquaknarre. Schön! So muss das. So muss das. So, schauen wir mal, was als nächstes kommt. Schildterus? Was ist denn ein Schildterus?
Chilterus ist ebenfalls Gestein und Stahl. Ich kämpfe erstmal weiter. Im Zweifelsfall muss ich Fukano wiederholen. Weil Stahl ist ja, glaube ich, gegen Feuer nicht so gut, ne? Paar Höhner. Ja, okay. Kampf. Aquaknarre. Tada. Haben wir geschafft. Es ist voll süß, das Chilterus eigentlich. Ich finde er niedlich, aber die Entwicklung davon ist halt auch wieder hässlich, ne? Smegpo erreicht Level 26. Carpador müsste sich entwickeln, oder? Ja, guck mal, Forscher, du kannst Zeuge werden, wie mein Carpador sich entwickelt. Nanu, Carpador entwickelt sich. Sehr schön, Glückwunsch, dein Carpador wurde zu einem Gyarados. Für Gyarados wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Okay. Oh, das sieht cool aus, das Bild. Und wieder eine Seite voll. Sehr schön. Bin mal gespannt, ob es Megasteine gibt, damit wir die entwickeln können. Also damit wir eine Mega-Entwicklung mit dem machen können hier. Es heißt, es habe eine ganze Stadt, deren Bewohner es verärgert hatten, über Nacht vollständig in Schutt und Asche gelegt. Das kann ich Gyarados durchaus zutrauen. So, Gyarados erlernt Biss. Das ist schön. Mehr nicht. Na gut. Na, Forscher Dingsbums, hast du zugeguckt? Wir haben Fukano noch vorne, ne? Wer bist du? Willst du auch kämpfen? Nee, ne? Da hinten wohnt ein Kerl, der tatsächlich einen Vergnügungspark mit Pokémon errichten will, die aus Fossilien hergestellt werden. Wo? Hier? Fossilienlabor. Okay. Hallo. Willkommen auf der Traumfarm. Hier dreht sich alles um die Erforschung von Fossilien. Irgendwann wird die Sinuse von Pokémon aus längst vergangenen Zeiten wimmeln. Das ist der Traum der Traumfarm. Das Wiederaufleben der urzeitlichen Welt. Ich kenne sowas ähnliches. Das hieß Jurassic Park. Da lief das nicht so gut. Es hat eben geblinkt. Da. Aufwecker. Na gut. Okay, dann können wir ja auch wieder absteigen. Weil sonst ist hier ja, glaube ich, nichts. Okay, vielleicht können wir hier irgendwann mal irgendwem ein Fossil in die Hand drücken oder so. So, was haben wir denn hier noch? Ein Pokémon Center. Tatsächlich, mein Lieblingsspeicherort. Ist das nicht schön? Was steht denn da hinten rum? Ja, bitte mach's wieder fit. Bitte, bitte, bitte. So, was bist du? Ach, ein Starmie von hinten. Mimimi! Im Schattendschungel gibt es, wie der Name schon vermuten lässt, viele Pflanzen-Pokémon. Mit Feuer-, Flug- und Käfer-Pokémon im Gepäck bist du dort ganz klar im Vorteil. Das ist schön. Arboretos kann eine Flugattacke. Und wir haben Fukano. Wer würde wohl in einem Kampf zwischen Mask Royal und Wellenbrecher Marinos siegen? Weiß ich nicht. Sag mal, kennst du das Pokémon-Resort? Wenn sich in deinen PC-Boxen viele Pokémon befinden, ist das einfach der Hit. Es besteht aus mehreren Inseln und man kann dort viele tolle Sachen machen. Pokébohnen sammeln zum Beispiel. Im Schattendschungel hält sich ein Pokémon namens Kurelei auf. Suche dort gründlich nach neuen Pokémon, wenn du Maus-Prüfung bestanden hast. Alles klar. Oh, du bist auch noch da. Wusstest du schon, dass du mit Hilfe von Pokémobil auf Glurak durch die Gegend düsen kannst? Ich gebe dir einen Tipp für ein tolles Reiseziel, zu dem du auf Glurak fliegen kannst. Öffne zuerst mit dem X-Knopf das Spielmenü. Drücke dann die R-Taste oder auf dem Steuerkreuz nach rechts und berühre zum Abschluss das Symbol für das Pokémon-Resort. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei euch schon mal fürs Zusehen und wir machen hier dann einen kurzen Zwischenstopp auf unserem Weg zu Pokémon-Captain Maho und ihrer Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.